Hallo, ich grüße dich. Hier wieder mal ein kleines Video. Und zwar ist es ein bisschen ein anderes Video mit einem Anfangsteil, mit einem Mittelteil und einem Endteil. Oder so ähnlich. Zum Thema Freiheit. Was könnte deine Freiheit sein? Schau es dir bis zum Schluss an und ja, vielleicht habe ich da was für dich, das dich nicht mal was kostet. Okay, schau dir weiter das Video an. Schön, dass du mir deine Zeit schenkst und dieses Video bis zum Schluss ansiehst. Zum Thema Freiheit werde ich dir auch noch in den nächsten paar Videos etwas mehr erzählen. Versuch einfach mal, ob du das Ganze in deinem Denkalltag gebrauchen kannst oder was wäre, wenn du es praktisch umsetzen könntest. Heißt auch, dass du bitte nicht mir alles blindlings glaubst, sondern einfach prüfst, ist es möglich oder auch nur die Möglichkeit einräumst, dass es möglich sein könnte oder auch nicht, denn es ist deine Wahl. In diesem Video, wie gesagt, geht's um Freiheit. Freiheit hat so viele Möglichkeiten, sich frei oder freier zu fühlen oder eben auch frei oder freier zu sein. Beispiel die finanzielle Freiheit. Die Freiheit, selber zu entscheiden, was man tun und lassen möchte. Die Freiheit, das zu tun, was dir wirklich Spaß macht und nicht das zu tun, was du musst. Denn das macht meistens nicht wirklich Spaß. Die Freiheit, deinen Partner oder deine Partnerin selber zu wählen, das ist ja nicht so wirklich selbstverständlich und viele schätzen diese Freiheit nicht wirklich oder wissen gar nicht mehr diese Freiheit zu schätzen. Die Freiheit zu wohnen, wo du gerne möchtest. Logischerweise müsstest du dir das auch leisten können. Die Freiheit, einfach nur zu reisen, zu schauen, andere Länder, andere Sitten, andere Menschen und einfach mal die Gegend so kennenlernen, was es so gibt auf unserer lieben Welt. Die Freiheit, alles zu erfahren, was du gerne möchtest. Denn das ist eine Freiheit, die sicher jeder Mensch irgendwo tief in sich drin mit sich trägt. Die Freiheit, alles zu besitzen, was du dir erträumen kannst. Die Freiheit zu sagen, was du denkst und nicht erst, muss ich das irgendwie so formulieren oder so formulieren. Nein, du sagst einfach so frei heraus, was du denkst. Denn es ist ja deine Wahrheit, also ist es auch deine Freiheit. Die Freiheit, die Kleider zu tragen, die dir passen, die du schön findest, in denen du dich wohlfühlst. Die Freiheit, hinzugehen, wo du gerade hin willst. Und nicht, ja, du kannst nur hierhin, du kannst nur bis dahin und so weiter und so fort. Es gibt sicher noch viele Möglichkeiten, Freiheiten oder andere Freiheiten, die ich hier jetzt nicht erwähnt habe. Doch ich möchte dir kurz mal dir den Grundbegriff von meiner Definition von Freiheit zeigen, und zwar an diesem Beispiel dieser zwei Bilder. Es ist meist die Kleinigkeit, die den Unterschied macht, wo man sich kann sagen, ja, hier Scheinfreiheit oder wirkliche Freiheit. Schau dir dieses Bild mal ein bisschen genauer an. Es hat Zäune. Hier, da und da. Und es hat dunkle Flecken, also Flecken, die man nicht so wirklich erkennen kann, beispielsweise hier und auch hier oben. Dann schauen wir mal ein Bild an, so wie ich das, im Prinzip dasselbe Bild, wie ich das definieren würde, wenn es ein Bild wäre, das frei ist. Das würde dann so aussehen. Du siehst, die dunklen Flecken siehst du nun und die Zäune sind weg. Nochmal zur Erinnerung,
das andere Bild und das neue Bild. Fühl dich mal hinein, wenn du das alte Bild ansiehst. Was siehst du da? Wie fühlst du dich da? Vielleicht ein bisschen frei, aber vielleicht auch nicht wirklich so richtig frei. Ich weiß es nicht. Fühl einfach mal hinein. Und dann fühl dich in dieses Bild hinein. Was ist für dich Freiheit? Für mich ist das so ein kleines Beispiel, das ich dir geben möchte, wie ich Freiheit verstehe. Denn wenn man die Schranken wegnimmt, dann hat man auch automatisch, meiner Erfahrung nach, einen weiteren Blick. Heißt, man sieht mehr, man nimmt mehr wahr. Man ist nicht mehr eingeschränkt, man hat auch keinen eingeschränkten Blick mehr. Das sehe ich als Freiheit an. Und das kann man in jedem Lebensbereich anwenden, meiner Meinung nach. Versuch's einfach mal. Was ist für dich Freiheit? Definier mal für dich, was ist für dich Freiheit? Wie lebst du, wenn du frei bist, deine Freiheit? Das würde mich auch sehr interessieren. Und was denkst du, würde dir zu deiner Freiheit verhelfen? Du kannst unter diesem Video einfach mal den Button klicken und in das Formular hineinschreiben, was dir fehlt, um wirklich frei zu sein, sei es in einem spezifischen Bereich oder einfach so ziemlich allgemein. So, nun weißt du etwas mehr über Freiheit. Und trotzdem hätte ich hier noch ein paar kleine Fragen, die ich zusammengeschnitten habe für dich, die du dir vielleicht stellen kannst oder mir eine Antwort geben kannst. Schau sie dir an. Was ist deine Freiheit und wie lebst du deine Freiheit? Wo fühlst du dich unfrei und was denkst du macht deine Unfreiheit aus? Antwort, weitere Fragen. Wie könntest du mehr Freiheit in irgendeinem Gebiet oder einem Bereich deines Lebens erreichen? Oder wo möchtest du mehr Freiheit in einem Bereich in deinem Leben erreichen? Was bist du bereit zu unternehmen oder zu investieren, um mehr Freiheit in einem Bereich oder in mehreren Bereichen zu haben, zu erleben? Möchtest du Zeit investieren? Möchtest du Geld investieren? Möchtest du Zeit und Geld investieren? Was bist du bereit zu investieren, um mehr Freiheit zu erreichen? Egal in was für einem Gebiet oder Bereich in deinem Leben. Unterhalb vom Video findest du einen Button, da kannst du draufklicken, dann kommst du zu einem Formular, das du ausfüllen kannst, um mir weitere Fragen zu stellen, wie du deine Freiheit erreichen könntest in irgendeinem Gebiet oder in mehreren Gebieten oder mir auch Antworten geben kannst auf meine Fragen. Das Ganze ist absolut kostenlos. Kostet dich nichts. Ich werde mir allerdings erlauben, ab und zu mal dir eine Mail zu schreiben, was ich so tue, was ich so anzubieten hätte, was sich das interessieren würde. Du kannst dich aber jederzeit austragen. Ist also absolut ungefährlich, keine Verpflichtung und es würde mich freuen, dich da drin zu haben, damit ich dir weiterhelfen kann für deine Freiheit. Zum Beispiel oder irgendein anderes Thema, das dich interessiert oder das du ändern oder verändern möchtest in deinem Leben.